Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Wir sind mit Bill unterwegs. Er kam gerade. Scheiße. Wohin denn? Weg! Zurück! Wo lang? Okay, wir müssen durch. Komm, hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Leute, hinter uns! Bill, na los! Ah, nein, nein! Voll daneben! Ah! Nein! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Bill, sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, dann kommen wir hier nicht raus! Ellie, zurück! Zurück! Nein, nein! Okay, na los, wir sind ja, ja. Baseballschläger. Nehmen und rennen. Gott sei Dank, sie kommen her! Lauf weiter, hier lang, durch den Park. Okay. Los, Eddie, schnell! Mann! Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur Zucker. Verdammt nochmal. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel. Kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Einfach nur geil. Ich finde den Dialog zwischen eine Karte von Bills Stadt. Handschriftliche Notizen auf der Karte deuten auf Position von infizierten Nestern. Sicherheitszonen für allen, Bills Versteck und einen Konvoi hin. Okay. Die Dialoge zwischen denen, ich fand es schon immer ziemlich cool. Ellie ist nicht auf den Mund gefallen. Kein Stück. Der hat ja voll den Stock im Arsch. Geh ihm einfach aus dem Weg. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal zu viel am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen.
Zäune freiräumen. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Oh, ein Handbuch. Kapitel 4. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. For real? Messer verbessert. Selbsthilfe. Die zweite Trophäe. Na mal, komme ich dahinter? Hm. Hast du jetzt alles fertig? Vielleicht, Bill, vielleicht. Oh. Vielleicht finde ich noch mal genug Klebeband, um, ich mache mal besser nicht seine Jukebox kaputt. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Ich finde es ein bisschen witzig. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierte sie davongejagt. Erinnerung? Mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Ich glaube, das weiß man auch so, Bill. Oh, Pillen. Oh, warte mal. Ja. Darf ich nicht. Das sieht sehr schick aus. Mich würde ja mal interessieren, wie Uncharted heute aussehen würde, wenn man 1 bis 3 nochmal neu auflegen würde, so wie diesen Teil. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Hm. Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Hier? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Das ist aber wahr. Oh, kann ich hier was machen? Nein, ich kann hier gar nichts machen. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Sie hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Wenn der Tod einer Person Ärger im Paradies ist, dann, okay, ja. Dann mal los. Und hier bin ich. So langsam kamen die Erinnerungen und, wieder. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was ist das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch. Die stehen da rum. Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Ja, lad ruhig langsamer nach. Nein, 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 Messer, Messer! Uff.
Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Mhm. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten schleppen. Das sind Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel! Hier lang. Ich finde die Selbstverständlichkeit dahinter ziemlich witzig. Ich meine, ihn juckt es noch nicht mal, dass Joel und... Und weiter geht's. Okay. Ihn juckt es noch nicht mal, dass Joel und Ellie ihn sprechen hören. Ist der assiger als im ersten, also im 2013er? Bist du assiger? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Das ist wohl wahr. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Vielleicht, weil Joel auch so jemand Hält war? Sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Manchmal macht Bill mich auch einfach fertig. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Hier sind überall immer kleine Glühwürmchen. Wie süß. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Hm. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Hab die Pumpgun bekommen. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Aha. Und zwar? Ich fand übrigens mein geil. Mein neuestes Spielzeug. Mhm. Alter, putz dir die Nase, Junge, das nervt. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. I like. So, Schießpulver so, und Klingen. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Mhm. Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Könnte. Dann mal los.
Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich... Warte mal, ich guck mich nochmal hier um. Ich will jetzt nicht sinnlos Sachen ausgeben, wenn ich hier vielleicht doch nochmal Werkzeugstufe 1 kriege. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier Werkstück ist. Ich glaube, letztes Mal bin ich nämlich auch schon drauf reingefallen. Und es ist gar nicht hier. Kann das ist? Ha. Eigenartig. Okay. Mal gucken. Also, Pumpgun verbessern. Das ist das Jagdgewehr. Pumpgun. Ich hab... Warte mal, was? Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Ach je, wenn ich was übersehen habe, wäre das echt mies. Geh nochmal da hinten gucken. Ich fand's so geil, man hat Ellie im Gesicht angesehen. Ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, wie soll man den Stock aus dem Arsch nehmen? Wie man Ellie angesehen hat, wie sie sich... Ja, ah. So, jetzt... Das war das, was du brauchtest für... Ach, egal. Komm, ich stelle keine Fragen. Nein, Joel, ich stelle versprochen keine Fragen. Wie ertappt sie aussah. Total geil. Hier müsste es doch ganz gut gehen. So, jetzt kann ich richtig Drababooms machen. Und ich mache zuerst das hier. Das ist es mir auf jeden Fall wert. Joel, ich habe Fragen. Was machst du da? Egal. So. Nachladetempo. Magazinkapazität in jedem Fall. In jedem Fall. Die Pumpgun, meine ich, hat auch so schon viel Rums. Die können wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Oh, das wäre jetzt auch nicht schlecht, aber gut. So viele Teile habe ich nicht mehr. Ja, komm, ist okay. Ja. Ja. Da freut Joel sich. Jetzt kann ich nämlich hier einfach... Das ist ein kleines bisschen schöner als in The Last of Us 2. Da musste ich die wirklich finden. Ich glaube, Klebeband ist auch hier wieder ein Dauerbrenner-Thema. So, ja, ich komme ja schon, Dude. Ich komme ja schon. Aber ganz rausgehen werden wir nicht, denn der Part ist gleich vorbei. Gehe mich mal eben umgucken. Ist, oh, oder auch nicht. Wow. Sieht schick hier aus. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Er ist hier. Er kocht hier. Und wo schläfst du? Wo schläfst du denn? Bill?
Schläfst du nicht? Okay. Zeit zu packen. Geronimo! Oh, ging gar nicht so tief. Okay, also. Wir haben also jetzt unsere Schrotflinte bekommen und ein bisschen Waffen aufgebessert und vor allen Dingen können jetzt Waffen smoother und schneller wechseln. Das ist mir immer persönlich sehr wichtig. Weil so schön und bequem das hier jetzt auch ist, muss man einfach sagen, da haben sie im Vergleich zum 2013er auch schon in Part 2 beim Waffenwechseln ein bisschen sich einen Gefallen getan, das zu ändern. Zumindest hatte ich im Kopf, dass ich es angenehmer fand in Teil 2 als in Teil 1. Und das auch vergleichsweise schneller einfach ging. Ich habe gerade eine Zuckermaus hier herinsehen. Na gut. Nächstes Mal geht's durch die Wohnsiedlung. Ich habe mir jetzt nicht eingebildet, sie kommt zu mir. Was willst du denn, Zuckermaus? Du willst fressen, ne? Ja, ist okay. Ich mache jetzt ihr Futter fertig. Und ihr dürft warten auf die nächste Folge. Hinterlasst mir Kommi. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein!